spannende Fakten über die unterschiedlichsten Supermärkte. Ein russischer Discounter stellt mit seiner Filiale Leipzig auf den Kopf. Andere locken mit günstigen, aber abgelaufenen Lebensmitteln. Wie steht's um die Ladenöffnungszeiten und an welcher Kasse geht's am schnellsten? Was Sie noch nicht über deutsche Supermärkte wussten. Los geht's mit dem Russen-Discounter. Es ist der Verkaufsstart des Jahres. Der Billig-Discounter Mähre aus Russland hat seine allererste deutsche Filiale in Leipzig eröffnet. Insgesamt sind 100 in ganz Deutschland geplant. Nur ist der neue Schnäppchenmarkt eine ernsthafte Konkurrenz für Penny, Lidl, Aldi und Co.? Reporterin Sarah macht den Check. Auf ihrem Einkaufszettel 10 typische Discounter-Produkte. Ich bin jetzt schon einmal meinen ersten Gang hier durch den Laden gegangen und ich stelle fest, das Einzige, was ich gefunden habe, ist frische Milch und ein Parfum für 1,71 Euro. Das muss getestet werden. Aber ansonsten Landbrot, Wasser, Hackfleisch, Butter, Eier, Äpfel. Ich weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Also ich guck noch mal, ob ich irgendwas übersehen habe. Frisches Obst und Gemüse? Fehlanzeige. Von ihrer Einkaufsliste findet Sarah nur Milch. Die ist immerhin 8 Cent günstiger. Eine klare Kampfansage gegen Aldi und Co. Das nutzt dieser Kunde aus. Wir haben schon ein bisschen was eingekauft, ja, würde ich sagen. Ja, Hamstern. Hamstern? Ja. Wenn man 70 Kilometer fährt, dann das stimmt. Schon. Das stimmt. Aber das Einzige, was man hier vermisst, Bäckereiprodukte. Die Hamster-Strategie ist also das Geheimnis. Billige Produkte, die lange halten sollen. 74,16 Euro. Aber für den Wagen. Deutsche Discounter erweitern stetig ihr Sortiment und bieten dabei zunehmend Bioprodukte oder frische Ware an. Die russische Konkurrenz dagegen erinnert mit ihren kargen Gängen und Lageratmosphäre an die Optik deutscher Discounter aus vergangenen Jahren. Sarah kauft 6 zufällige Produkte und will vergleichen, ob die Preise die von deutschen Discountern schlagen können. Gesamtpreis hier 5,96 Euro. Wir sind gespannt. Sarah shoppt vergleichbare Produkte bei der deutschen Konkurrenz. Das Ergebnis: Mähre ist fast ein Drittel günstiger. Statt 5,96 Euro gibt Sarah hier 8,16 Euro aus. Das könnte sich bald ändern, weiß Schnäppchenexperte Daniel Engelbarts. Aldi und Lidl werden sich das sicherlich nicht bieten lassen. Sie werden jetzt über die nächsten Wochen und Monate diesen Tiefpreiskampf mitgehen. Und das bedeutet natürlich für die Verbraucher über die nächsten Wochen und Monate günstigere Preise. Das Konzept des russischen Discounters scheint aufzugehen, denn bereits nach wenigen Tagen muss die Filiale wegen Lieferengpässen vorübergehend schließen. Wenn der Supermarkt so voll ist, wie finde ich die schnellste Schlange? Unglaubliche 63 Stunden pro Jahr stehen wir im Supermarkt an. Pro Einkauf warten wir dabei durchschnittlich 7 Minuten, bis wir an der Reihe sind. Immer erwischt man die langsamste Schlange. Was tun? Warten oder Kasse wechseln? Egal wo. Gefühlt geht es nebenan schneller. Entscheiden wir uns einfach immer falsch? Oder was dauert da eigentlich so ewig? Ich glaube, die Kunden, die mit Karte zahlen, weil es öfters mal passiert, dass sie die Karte zu früh einstecken und der Vorgang wieder blockiert wird. Ja, dass viele Kunden zum Beispiel einfach nicht aufrücken. Das sind halt hauptsächlich die älteren Herrschaften, die ihren Geldbeutel nicht parat haben. Klar, die Senioren sind schuld. Nein, sagt der US-amerikanische Mathematiker Dan Mayer. Verantwortlich ist die Mathematik. Er analysierte Kassenschlangen und berechnete die ultimative Anstehformel. Wer sich hinter dem vollsten Einkaufswagen anstellt, kommt schneller dran. Klingt total absurd. Deswegen probieren wir es aus. Es treten an wenige Einkaufswägen auf der einen Seite gegen viele Einkaufskörbe auf der anderen. So, und jetzt Einkaufswagenschlange gegen Korbschlange. Auf die Plätze, fertig, los! Die 3 Einkaufswägen haben insgesamt 45 Produkte, die aufgelegt, gescannt und bezahlt werden müssen. Die 6 Einkaufskörbe nur insgesamt 30 Produkte, müsste also schneller gehen. Doch die Studie des Mathematikers Dan Mayer besagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Mehr Produkte gehen schneller als mehr Kunden. Und Tatsache, die Einkaufswagenschlange ist früher fertig. Woran liegt's? Am Azubi an der Kasse?
Wir wiederholen den Test und tauschen die Seiten. Auch diesmal ist die Einkaufswagenschlange deutlich schneller. Obwohl viel mehr Waren gescannt werden müssen. Denn der wahre Zeitkiller sind nicht die Produkte auf dem Band, sondern die Anzahl der Kunden. Genauer gesagt, der Bezahlvorgang. Eine durchschnittliche Barzahlung dauert 25 Sekunden. Eine normale Kartenzahlung mit PIN oder Unterschrift sogar 29 Sekunden. Dazu kommt noch pro Kunde Zeit für die Begrüßung, das Einpacken und das Ganze drumherum. Macht insgesamt 41 Sekunden, die jeder Kunde an der Kasse für den Einkauf benötigt. Und hier kommt die ultimative Anstehformel. Links ist in der Regel weniger los. Und immer an der Schlange mit den wenigsten Kunden anstellen, auch wenn die mehr Produkte haben. Außerdem darauf achten, was auf dem Band liegt. Frisches Obst und Gemüse muss an der Kasse noch gewogen werden und kostet Zeit. Und der Speed-Tipp, Strichcode nach unten, dann geht das Scannen schneller. Viele wünschen sich allgemein mehr Zeit zum Einkaufen. Das deutsche Ladenschlussgesetz ist umstritten. Im konservativen München ist man streng. Hier wird um 20 Uhr alles zugesperrt. Dagegen können wir in Berlin 6 Tage die Woche fast rund um die Uhr einkaufen. Der Grund? Seit 2006 bestimmt jedes Bundesland selbst, wie lange ein Geschäft öffnen darf. Aktuell dürfen in 11 Bundesländern Geschäfte an Werktagen rund um die Uhr öffnen. In 3 Bundesländern gilt während der Woche 6 bis 22 Uhr. Das Saarland und Bayern bilden das Schlusslicht. Lediglich 6 bis 20 Uhr ist erlaubt. Viele Kunden wollen lange Öffnungszeiten. Aber was sagen die Experten? Bernd Ohlmann ist vom Handelsverband Bayern und will das Ladenschlussgesetz abschaffen. Er ist ganz klar für längere Öffnungszeiten. Händler sollen selbst entscheiden, wann sie öffnen. Denn das spült sich mit der Zeit lang ein und letztendlich sind alle Gewinner. Der Einzelhändler, die Mitarbeiter, weil es im Geschäft gut geht und natürlich die Kunden, die dann einkaufen können. Das will sie verhindern. Luise Clemens arbeitet für die Gewerkschaft Verdi in Bayern. Sie ist ganz klar gegen lange Öffnungszeiten. Wir sind gegen lange Öffnungszeiten, weil das insgesamt für die Gesellschaft nicht gut ist. Die Ladenöffnungszeiten geben dem Tag ja auch Struktur und alle können sich so ein bisschen einstellen, wann ist man abends zu Hause, beim Abendessen. Hauptargument der Gegner, die Arbeitsbedingungen. In Berlin haben viele Supermärkte 24 Stunden geöffnet. Die Kunden freut das, aber es müssen auch immer Angestellte da sein. Die ca. 3 Millionen Beschäftigten im deutschen Einzelhandel sind der Kern des Streits. Befürworter Bernd Ohlmann sieht die Sache so. Ein Geschäft, was länger geöffnet hat, kann sicherlich mehr Umsatz machen. Das bedeutet, dass natürlich auch die Arbeitsplätze der Angestellten sicherer sind. Deswegen müssen wir den Gewerkschaften immer wieder sagen, wenn Geschäfte länger öffnen können und sich nach ihren Kunden richten können, dann bedeutet das auch Sicherung der Arbeitsplätze. Gewerkschafterin Luise Clemens hat die Erfahrung gemacht, lange Öffnungszeiten gehen zulasten der Angestellten. Also es entsteht nicht mehr Arbeit. Wir haben das ja erlebt, als die Ladenöffnungszeiten von 18.30 Uhr auf 20 Uhr verlängert wurden, sind dadurch nicht mehr Arbeitsplätze entstanden. Es sind mehr Arbeitsplätze entstanden, also dass weniger die Vollzeit hat abgenommen. Und es sind mehr Minijobs entstanden, also Jobs mit wenigen Stunden, die nicht sozialversichert sind. Und das ist für die Beschäftigten ausgesprochen schlecht. Vielleicht müssen es nicht überall die 24-Stunden-Läden wie in Berlin sein. Bundesländer wie Sachsen oder Rheinland-Pfalz gehen den Mittelweg. Dort ist nicht nonstop geöffnet, aber ein paar Stunden länger als in Bayern, bis 22 Uhr. Nicht nur was die Öffnungszeiten betrifft, sondern auch die Produkte wollen viele neue Wege gehen. Wie der Reste-Supermarkt. Der Berliner Laden sieht erstmal ganz normal aus, aber die Preise sind extrem günstig. Das ist hier der Hit. Für 30 Cent, das kostet normalerweise bis zu 1,80. Der Grund? Bei vielen Produkten ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Die Hinweise hängen überall im Laden oder stehen direkt am Preisschild. Das macht sie also so günstig? Wir fragen beim Chef nach, Raphael Fellmer. Die Produkte kosten auch nicht immer das Gleiche, sondern am Anfang sind sie teurer und umso älter sie werden, umso billiger werden sie.
Der Reste-Supermarkt will Lebensmittel vor dem Müll retten. Denn die Kartoffeln haben merkwürdige Formen, die Bananen braune Stellen und die Bohnen sehen auch irgendwie komisch aus. Für den normalen Supermarkt nicht geeignet. Und das Konzept finde ich gut, dass einfach Lebensmittel gerettet werden, die sonst halt einfach sinnlos im Müll landen. Die Kräuter zum Beispiel kosten auf dem Markt etwa 90 Cent. Und hier? 30 Cent. Drittel vom Preis. Wird zu Hause eingepflanzt und das hält eine ganze Weile. Raphael kauft Überschüsse von Produzenten und Händlern oder Ware, bei der das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist. In den meisten Fällen können Joghurt, Milch oder Käse noch lange danach gegessen werden. Mit Lebensmitteltechnikerin Victoria testet er per Stichprobe die Produktchargen. Also auch ganz wichtig, genau, wenn das plopp macht, das ist dann das Zeichen, ja, kann man noch. Riecht auch. Dass ein Produkt wirklich schlecht ist, kommt so gut wie nie vor. Lediglich die Konsistenz verändert sich. So ist die Schokolade dann etwas dunkler oder das Popcorn nicht mehr ganz so knusprig. Sehr gut. Und sogar noch crunchy. Es gibt ja sogar die Debatte, ob wir überhaupt das Mindesthaltbarkeitsdatum überdenken sollten. Das wurde vor knapp 35 Jahren eingeführt und hat dazu geführt, dass Millionen Tonnen von Lebensmitteln verschwendet worden sind, weil die Verbraucher zu Hause nur noch aufs Datum schauen und es wegschmeißen. Für Salz, Nudeln oder Alkohol ab 11% gibt es kein Haltbarkeitsdatum mehr. Viele der Produkte werden auch über den Onlineshop verschickt. So kann man deutschlandweit gerettete Lebensmittel zum Schnäppchenpreis bestellen.